Du hast dir überlegt, mal so einen kleinen Ausflug mit deinem Boot zu machen, bist dir aber nicht sicher, wie du das machen sollst. Vor allem, es gibt so viele Slip-Anlagen und wie macht man das Slippen überhaupt? Und dafür sind wir heute da. Ja, wir zeigen dir heute, wie man es am besten machen sollte. Wobei, ich muss aber auch immer dazu sagen, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Wir zeigen euch eine der Möglichkeiten. Sicherlich gibt es den einen oder anderen, der eine andere Möglichkeit hat. Über die sind wir natürlich auch sehr gespannt. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, müssen wir das Boot natürlich fertig machen für die Slipanlage. Das bedeutet, wir haben nämlich ein paar Sachen, die wir beachten müssen, und die zeige ich dir jetzt. Das Boot muss ja sicher transportiert werden, und diese ganzen Sicherungen machen wir jetzt erstmal ab. Immer wieder sehe ich auch zum Beispiel Ladungssicherung beim Boot, und da ich mich zufällig ein bisschen damit auskenne, es ist halt so, manche legen halt nur ein Gurt komplett drüber. Muss man aber auch wirklich aufpassen, denn in dem Gurt kann sich das Boot eigentlich hin und her drehen. Ist eigentlich so nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern hier ziehe ich eine Ecke runter und da nochmal die andere. Die ganzen Sicherungsmittel haben wir jetzt abgemacht. Jetzt ist aber auch noch wichtig, dass wir ein paar Seile dran machen, damit wir das Boot auch später fest im Griff haben. Weil wir sind am Land, das Boot auf Wasser. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du dann dein Boot auf Wasser begutachtest. Wir haben hier ein größeres Auge. Ist aber nicht so schlimm, ist immer ganz bequem. Wenn man das erste Mal irgendwo ist, kann man das überall rumkriegen. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall an der rechten Seite anlegen. Heißt ja auch nicht die rechte Seite, sondern es gibt einmal Steuerbord, das ist die rechte Seite, und Backbord die linke Seite. Also an der Steuerbordseite machen wir das Ganze fest, weil dort haben wir unseren Steg. Wir haben uns den natürlich auch vorher angeguckt. Und das Ganze machen wir mit einem Webleinsteg fest, so ein Fender. Wenn du mit dem Fender die Höhe hast, die du brauchst, legst es, und das ist wichtig, von oben praktisch drauf machen. Und jetzt einmal unten durch. Und einmal oben drüber. Und jetzt hier einfach nochmal durch und fertig. Wenn ich das auf Slip haben möchte, mache ich den hier. Wenn ich einen Webleinsteg haben möchte, dann ziehe ich das komplett durch. Aber so auf Slip nimmt das weniger Platz weg, also stört uns nichts bei der Fahrt. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal die Slipanlage mit dem Anhänger rückwärts fahren. Aber wie wir alle gelernt haben, also die richtig BE gemacht haben, die haben es ja mal gelernt, immer nur mit Sicherungsposten. Deswegen macht unsere Kamerafrau heute den Sicherungsposten. Okay, los geht's. Wichtig bei der ganzen Sache ist, den Sicherungsposten muss man natürlich auch sehen können. Denn wenn man den nicht erkennen kann, sofort anhalten und den Sicherungsposten nochmal rufen und bitten, in den Sichtbereich zu kommen. Okay, hier haben wir nämlich diese Kante. Und jetzt stellt euch mal vor, oder stell dir mal vor, du fährst hier drunter, dann hast du so ein Boot hinten dran mit 700 Kilo und musst natürlich mit dem ganzen Bus in diesem Fall hochfahren. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen immer darauf achten, dass ihr, wenn ihr so eine Kante habt, dass ihr vor der Kante anhaltet. Und das passt genau. Also wirklich, nur wenn die erste Rolle im Wasser ist, das reicht vollkommen aus. Man braucht nicht den halben Anhänger im Wasser zu haben, auf gar keinen Fall. Wie du hier erkennen kannst, haben wir hier keinen Steg. Das Ganze ist eine kleine Herausforderung heute. Man muss ja schon ein bisschen sportlich aktiv sein und später aufs Boot draufhüpfen können. Denn ja, wir haben hier halt keinen Steg, aber wir machen das gleich. Bevor es aber ins Wasser geht, müssen wir ein letztes Bauteil abbauen, damit da auch nichts schief geht. Wir nehmen jetzt das hintere Teil vom Anhänger ab, da wo die Schlussleuchten dran gemacht sind, und ja, und legen die hier zur Seite, damit wir die später einfach nicht vergessen. Fertig. Um das Bauteil abzubekommen, einfach mal hier aufschrauben, auf der anderen Seite ebenfalls, und dann dürfen wir einfach ziehen. Achte bitte auf eine ganz, ganz wichtige Sache, und zwar, dass der Motor oben ist. Also unser Motor hat hier so einen Schalter, womit du das hochtrimmen kannst. Und dann gibt es hier so eine kleine Sicherung, falls du mal Motor praktisch arbeiten verrichtest oder so, dann gibt es diese Sicherung. Denk bitte dran, die ist nicht für die Ladungssicherung. Also das gilt nicht als Ladungssicherung. Einfach mal das Teil runter und jetzt transportieren geht nicht. Das ist wirklich nur so eine kleine Absicherung, wenn du dran rumschraubst. Gut. Und jetzt können wir nämlich den Motor komplett runterfahren. Das machen wir aber jetzt nicht vorm Slippen. Vorm Slippen bitte komplett hochfahren.
Beim Slippen darf man natürlich auch ganz kurzfristig auch umdenken. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und wir haben zwar den Steg auf der rechten Seite, sprich der Steuerbordseite, aber wir haben hier noch was viel Besseres auf der Backbordseite. Das ist zwar kein richtiger Steg, aber man kann dort, das Boot dorthin ziehen und von da auch besser aussteigen. Besser einsteigen, aussteigen natürlich auch. Und vor allem aber brauchen wir dort keine Fender, weil es ist so hoch. Es geht über unseren Schutz hinaus und das ist auch schön so. Denn ja, da die Wasser sehr, sehr still sind heute, dürfen wir das auch ohne Fender machen. Wie tief geht man eigentlich ins Wasser? Und da geht es natürlich, da kommt es immer darauf an, was für eine Slipanlage habe ich. Und in diesem Fall haben wir natürlich sehr, sehr wenig Wasser. Wir haben hier nur 90 cm Tiefe. Und da müssen wir also ein bisschen aufpassen, wenn man mit den ganzen Reifen komplett reinfahren würde, was man nicht sieht. Also das heißt, ihr habt Slipanlagen, die hören einfach auf und das sieht man nicht direkt. Und ja, dann kommt man da auch nicht mehr so leicht raus, logischerweise. Und deswegen sage ich immer, wenn ihr slippt, dann maximal bis zu einem Drittel. Wo die Reifen bis zu maximal einem Drittel im Wasser stehen, denn ansonsten müsst ihr die ganzen Bauteile noch mal fetten. Sonst kann es anfangen zu rosten da drin, ne? Ist halt nicht schön. Wobei, notfalls darf man auch manchmal weiter reinfahren. Wie gesagt, kommt auf die Slipanlage drauf an. Hier haben wir eine kleine Kurbel und mit dieser Kurbel werden wir das Boot jetzt runterlassen. Ja, jetzt guck mal, jetzt kurbel ich und das Boot möchte gar nicht runter. Ist aber nicht so schlimm, ich darf das so ein bisschen nachschieben, natürlich nicht die Kurbel zu locker lassen, also hier, das immer schön straff halten. Also wir haben uns jetzt doch entschieden, das an diesem Steg zu befestigen, ganz einfach aus dem Grund, da hinten haben wir nämlich Schilf und es gibt die 10 goldenen Regeln, die wir als Skipper zu beachten haben. Ich nenne uns jetzt einfach mal Skipper oder Kapitäne, ne? Quatsch, Spaß. Also deswegen haben wir uns hier einfach umentschieden und jetzt haben wir natürlich nur eine kleine Herausforderung. Wir haben die Fender auf der anderen Seite befestigt, ist nicht schlimm, dann machen wir die gleich, dann ändern wir das Ganze und dann ist fertig. Okay, den Motor machen wir mit Absicht nicht komplett ins Wasser. Gut, wir dürfen den Motor nicht zu tief ins Wasser lassen. Wir haben hier nämlich nur 90 cm. Wir haben hier einen sehr, sehr niedrigen Wasserstand. Das erfährt man meistens dann bei der Hafenmeisterei hier. Ne? So, Sog- und Wellenschlag natürlich auch vermeiden. Also überall, wo wir Boote haben, andere Boote. Sollten wir Sog- und Wellenschlag einfach vermeiden. Denn wenn wir jetzt Gas geben, fangen die an, sich zu bewegen. Und dann können die auch Schaden nehmen. Das wäre natürlich nicht so schön. Wenn dieses Video dir gefallen hat, dann hinterlass auf jeden Fall einen Like, ein Abo. Wir freuen uns darüber, denn es kommen noch einige Bootsvideos in diesem Kanal. Bis dahin, ahoi, euer Tom.